Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal ein Pizzablech mexikanische Art machen und dazu habe ich Folgendes vorbereitet. 500 Gramm Mehl, dann habe ich 2 Esslöffel Öl hinein, dann habe ich 2 Teelöffel Salz dazu. Und dann extra 300 Milliliter Wasser. In das Wasser habe ich eine Trockenhefe hinein und einen Teelöffel Zucker. Anschließend verrühre ich das Ganze zu einem Teig und gebe ihm eine Teigruhe von 2 Stunden. Wenn sich der Teig von der Rührschüssel löst, dann ist er also fertig geknetet. Dann können wir ihn ruhen lassen, so circa 2 Stunden. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist auch nicht schlimm. In der Zwischenzeit können wir 300 Gramm gemischtes Hackfleisch anbraten und kurz vor Ende der Garzeit gut würzen mit Salz und Pfeffer. Nach der Teigruhe wenden wir den Teig kurz in Mehl und dann drücken wir ihn gleichmäßig flach. Anschließend geben wir ein halbes Glas Pizzatomaten auf den Teig und verteilen es gleichmäßig. Nun geben wir ca. 100 Gramm gemahlenen Emmentaler auf den Teig und danach Kidneybohnen und Mais. Jetzt verteilen wir das zuvor vorbereitete gemischte Hackfleisch und heizen den Backofen vor bei 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Dann backen wir die Pizza bei 200 Grad Celsius 30 Minuten lang und da schauen wir, ob sie fertig ist. Abschließend gut salzen, pfeffern und etwas Majoran hinzu.